Dann machen wir mal weiter. Mal gucken, wie es hier weitergeht. The Consul's Car, der Wagen des Konsuls. Okay, we're gonna keep this short. I'm already late for the DA. First up, Phelps, Bukowski. We got a report of a brand new Packard abandoned in an empty lot off 2nd Street between Olive and Grand. PR is one Oswald Jacobs says the vehicle was dumped in his backyard. There's a patrolman on site. Get down there and see what you can turn up. Any questions? Good. Get going. Ooh, I got it. Better go earn our pathetic wages. Was? Aber es reicht doch immerhin für einen super Anzug hier. Rimsky, O'Halloran. Intelligence has information on a stolen car racket. That bum took a swipe at me. I put him down with my sack. An abandoned vehicle. You catch all the good ones, huh, Phelps? Sounds like there's more to it than that. Nobody dumps a shiny new Packard unless they borrowed it without asking. You don't say. You're on fire today, Einstein. Very funny. Come on, my intense protege. Ja, wollen wir mal hin, ja? Kommt mein Partner, oder? Ich glaube, der hat gerade ein Problem. Steig in. Du komm. Ach ja, ich bin nicht so gemein. Komm, wir fahren jetzt. Steigst du mir jetzt ein oder was? Wird doch Zeit. Brought in Seattle, threw him out. Wife says she's gonna take him back. Ach, women generally show more compassion. What are you talking about? Adrian dumped on her. He was humping the secretary. Margaret should show some pride. Pride comes before a fall, Bukowski. KGP out to any unit. The 459, they're now at 267. Ich übernehme mal den Fall hier. 11K responding. Go ahead, KGPL. Is hiding from me. I will find you all and eat you. Yes, sir. Damn! Why do these places have so much preparation H? Ooh-wee! Benny's give me speed. Ach nö. Get the hell down from there, you lunatic! Was hat gleich wieder ein Kick auf den Augen? Ob wir den schaffen? Wo bist du so schnell? Okay, der ist hier nach rechts rumgelaufen. Really need to lay off the pill. Okay, ich hab ihn. Aber das könnte auch nur ein Plünderer gewesen sein, ne? Am helllichten Tag. Straßenverbrechen abgeschlossen. 2 von 40. So. Und ab geht's zum eigentlichen Fall. Uiuiui, der Wendekreis. Mann, 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 Mann. Oh, oh, blind durch. Sorry, die Physik und so. Oh, ich glaube, ich muss hoch. Ich muss da hoch. Und gib Gas, komm. Komm, das muss doch zu schaffen sein. Jawohl. Komm. Oh, so. Oh. Take it easy.
So. Haben wir geschafft. Ist hier, hier ist es. Stell dir mal vor, wir durch den Tunnel und hätten den ganzen Umweg fahren müssen. Nee, 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 nee. Jacobs Hinterhof, 2 Uhr nachmittags. Phelps, Traffic. I'm Officer Houlihan. Cars down the alleyway, Detectives. Ach, die Reifen sind schon geklaut. We got a call about an abandoned vehicle. Yes, sir. The car has flags. Might be some kind of diplomatic vehicle. Has anyone touched this vehicle since you arrived? No. And that Jacobs bird over there was on station before I got here. We'll talk with him in a moment. Give us some time to look the place over. Sure, take your time. He's a sore-headed old son of a bitch anyway. Nein, das war der richtige Abzweig. Eindeutig war es der richtige. Guck mal, hier ist ein Polizeitelefon. Da können wir bestimmt telefonieren. Was ist mit dir? It's a stolen car, not the Lindbergh baby. What more do you need to know? So, wollen wir mal anfangen? Wir fangen bei A an. Okay. Argentinien. Eieiei. Für den Gebrauch und den Einsatz von, laut den Vorgaben der Straßenverkehrsordnung. Ja, gültig bis 31. März 48. Packard, Clipper, Registrierungsnummer und Kennzeichen. Blablabla. Argentinisches Generalkonsulat, Suite 210 in Wilshire Boulevard, Los Angeles. Fahrzeugschein. It's owned by the Argentinian Embassy. Ja, das kann ja lustig werden. Ist ein sehr interessanter Reifen hier, dieser Packard-Reifen. Ja. Guck mal, hier ist eine Standarte. Eines abgebrochen. You must have taken the flag as a souvenir. Can't have any street value. Nummernschild ist entfernt worden. Vielleicht will jemand das Nummernschild für irgendeinen anderen Einsatz benutzen, ne? Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Stealing the wheels is for amateurs. Car ring would have stripped it in a warehouse. Deswegen denke ich mir mal, dass er einfach nur... Was ist es im Kofferraum? Empty. Nee. Der Ersatzreifen ist weggenommen worden. Da ist der Ersatzreifen drin. Der ist raus. Und eine Kiste. Was haben wir denn noch Hübsches hier? Da sind nur Leute... Kann sie irgendwas sagen dazu? I don't know why you're doing that, buddy, but I wish you'd stop. Was? Ich will befragen. Okay. Die will nicht befragt werden. Da drüben steht noch eine Person. Warte mal, hier sind Flaschen. Aber da wir ja keine Fingerabdrücke nehmen. I don't think this is any use to us. Nope. I'm trying to imagine you with a personality. This is a crime scene. All of you move along. It's him, the cop from the newspapers. Was? Es ist er? Oh, warte mal, hier drüben ist ja noch ein Hinweis. Eigentum von Dewey Brothers. Must have used it to remove the wheel lugs. Ja, warum lässt man das dann hier liegen? Da ist so ein Baseballschläger. Vielleicht wurde jemand bearbeitet damit. Oder auch nicht. Haben wir noch irgendwelche Hinweise? Hier. Das war ein Verkehrsunfall. Schade. Stehen Leute. Haben wir hier noch ein paar Hinweise? Warte mal, hier ist doch ein Ball, ne? Guck mal hier. Der interessiert aber nicht.
Haben vielleicht hier die Zeugen was gesehen? Show's over. Keep moving, all of you. Ich denke mal, mehr gibt's hier nicht, oder? Gibt's hier vielleicht noch was im Brief... Ach, Briefkasten, im Mülleimer. Auch nicht. Oswald Jacobs? That's right. What exactly happened here, Mr. Jacobs? Last night, I was looking out of my window. I like to keep an eye on what's going on. I can understand that. You see this empty lot? Damn kids play stickball here. Always breaking my windows. Always asking for their ball back. Can we get back to the car, Mr. Jacobs? Don't be impatient, Sonny. Anyways, last night I see this brand spanking new Packard up on bricks. Okay, wir gucken erstmal, was wir für Beweise haben. Ein gestohlener Packard, als zerlegt gemeldet und auf leerem Grundstück abgestellt. Fahrzeugschein. Argentinische Flagge fehlt, fehlendes Nummernschild, fehlendes Rad. Ist ein Verdächtiger? Okay. Fehlendes Rad, Dewey Bros Schraubenschlüssel. Did you see who stole the Packard? Hell yes, I did. I saw three goddamn Mexicans going to work on it. Das könnte hinhauen, das würde ich sogar Wahrheit sagen, weil er verwechselt es nicht mit Mexikanern, sondern mit Argentiniern oder so, ne? Ich könnte natürlich auch anzweifeln sagen, wegen Mexikaner. Also wenn ich jetzt sage, anzweifeln wegen Mexikaner, dann, ne? Ich könnte jetzt auch Intuition sagen. Ich mach mal Intuition, wir gucken mal. Eine Antwort entfernen, die Community-Fragen. Was, bitteschön? Kostet jeweils einen Punkt. Wir haben 4 Intuitionspunkte. Warte mal, 99,5% der Spieler wählten die richtige Antwort, nachdem sie einen Intuitionspunkt für diese Frage eingesetzt haben. Der behutsame Einsatz von Intuition kann zu Durchbrüchen bei Befragungen und Verhören führen. Ich befrage mal die Community. Echt Wahrheit? Aber es haben einige noch die Dinge. Okay. Can you tell us what they were doing? Using the headlights of an old Ford so they could strip the thing. I yelled out to them, I'll call the cops. So they loaded up their car and drove off, tooting and hollering and yelling obscenities at me in Mexican. You speak Spanish, sir? No, I do not. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich diese Mimik- und Gestikgeschichte sehr gut umgesetzt finde. Aber das war auch eine spezielle Technik, die sie da eingesetzt haben für. After the Mexicans left, you didn't go anywhere near the car? After I scared them off? No, I didn't go anywhere near that car. Anzweifeln. You went out to the car. Once they were gone, you had to take a look for yourself. I was curious. Ain't a law against that. So what if I took a look around that car? You can't be accusing me of nothing. Tell me about the car they were driving. It was an old Ford. I didn't catch the license number. Okay, das zweifle ich mal nicht an. You look like the kind of guy who notices details. You're right there. The car was old, but it looked brand new. Candy apple red paint job stands out a mile. Community-Frage. Ich glaube, das bezieht sich darauf, dass man einen prozentualen Anteil einfach bekommt, was die erste Antwort von den Leuten war. Das Spiel protokolliert ja alles und du musstest ja in ihr Social Buena Vista Dingsbums Club, ne, also der von Rockstar, das Social Media, nee, Social, na wie auch immer, musste dich ja parallel mit anmelden. Das heißt, die locken eben halt mit, was die Spieler für Antworten gegeben haben. Und dementsprechend ist das dann halt die Community befragen. Ne? Wie hat die Community geantwortet? So Fahrzeugen mit montierten Teilen. What exactly did you see them take? They was working on the tires. That's all that was took. Nein. Ich habe aber keinen Beweis. Doch, warte mal. 3.
Why did you take the license plate? Me? Well, what'd I do with license plates? You saying I have them? Scratching around in that book won't prove nothing. You should show me some respect. Mist. Thank you for your help, Mr. Jacobs. You can speak to Officer Thibault about signing a formal statement. When you get the car out of the way, maybe you could come back and do something about those kids. Well, how about we bring you an umpire's mask? Jacobs dumped the book he was reading in a hurry when we walked up. Curious what he didn't want us to see? Was hat er denn da? Terminplaner. Okay, so we have the owner of the vehicle. Okay. I'll run John Madsen by R&I. Ich fragte mal hier dann. Kein Problem. Süße Stimme. Walter Marshall, gutmütig. Benbow, höflicher Kerl. Volle Lippen. Baseball-Fan. Muss man umschmeicheln. Mag Bonbons mit Kirschgeschmack. Engelsgleiche Züge. Was ist das für eine Liste? Von interessanten Jungs bzw. Männern? Breite Brust, zierlich. William Dewey. Da haben wir doch Contact was. Contact details on a William Dewey. This looks like business rather than pleasure. Deswegen, das andere ist Vergnügen, ne? Very innocent, very pale, particularly shy, angelic features, but feisty. Besonders blass, engelsgleiche Züge, aber reizbar. Interessant. So, das heißt, wir können... I think we've run this place dry. Let's find a game well. Mhm. Haben wir hier. Leuchtet sogar blau. Phelps Badge 1247. Could you run the name Dewey Brothers? Possibly a dealership or car mechanics workshop. One moment. Dewey Brothers Packard Dealership, 629 Figueroa Street. Got it. Okay, die verkaufen auch diese Pickups. 2458, please. Connecting you now. Hello, can I help you? LAPD, ma'am. Can I speak to John Madsen, please? He's at school, officer. What's this about? Is he in trouble? How old is your boy, ma'am? Just turned 16. Wrong person, Mrs. Madsen. Sorry to disturb you. Are there any messages for me? There's just one message for you, detective. A four-door Packard, diplomatic license number, Paul Robert 706... was reported missing this morning by Juan Francisco Valdez. Could you have him brought in? He's already here at Central, Detective. He's demanding an audience, as he calls it. Thanks. Can you get a message to Captain Leary? Tell him we'll be in as soon as we can. Thanks, ma'am. Okay, hat sein Fahrzeug als gestohlen. Can you cordon off this lot until we have the vehicle impounded? Yes, sir, Detective. We'll follow up on the owner. Get a statement from Jacobs, and I'll read your report back at the station. So, hat dann den Jungen angerufen. We can visit the Packard dealership or head back to Central and interview this Valdez character. Your call. Hat dann den Jungen angerufen, richtig? Ist 16 geworden. Intime Angaben zu männlichen Kontakten und Telefonnummer von William Dewey. Und kann es sein, dass da vielleicht die Familienbande, also Vater oder wer auch immer, etwas dagegen hatte? Gegen diesen Kontakt, logischerweise, ich meine, der ist 16, ja. Deswegen, das ist so eine Art Drohung, was da gerade passiert.
think I see a body. Wollen wir erstmal die Audienz machen oder zum Dewey Brothers? Ich glaube, wir lassen lieber mal den Diplomaten nicht warten. Oh, das ist ja gleich um die Ecke hier. This has got to be the 50th abandoned vehicle call we have caught this year. One more and I'm gonna go crazy. Not your favorite cases? You kidding me? This is barely even police work. Of all the bad guys in this city, we get lumped with the ones who can't even be bothered to keep what they steal. Oh, da sind wir. Glaube ich, ja. Do we have a Juan Francisco Valdez in for questioning? Sure do, Phelps. Your bird's in interview too. And get this, he's wearing gloves and doing his best not to touch anything. Can you beat that? Sounds like we don't want to keep this guy waiting. It's this way. The thing was, he was a really nice guy. So, jetzt werde ich wahrscheinlich Hilfe brauchen. Mal gucken. Ja, Diplomaten sind sehr eigen. You gotta be kidding. I could save all about time. Are you the senior officer I requested? Das ist ein Diplomat, das Mafiosi ist das. Have you any idea how long I've been waiting to speak with you? I am needed back at the consulate, and you keep me here like a common criminal. All right, friend, let's take a deep breath and start all over again. Mr. Valdez. Consul General. I insist on my full title. Okay, wir gehen erstmal noch mal die Weise durch. Kleinen Moment. Wir haben den gestohlenen Packard als Talit gemeldet und auf leerem Grundstück abgestellt. Fahrzeugschein, fehlende argentinische Flagge, fehlende Nummernschildern, fehlendes Rad, Dewey-Schraubenschlüssel und alter Ford. Zeuge meldet, dass alter Ford von verdächtigen Latinos von Tatort gefahren wurde. Und alter Ford aber nagelneu. Ist halt nur ein altes Modell, aber nagelneu, ne? Ah, sein Pokerface hat er auf. Okay, und Valdez Notizbuch, ich glaube, das ist das Schlimmere von allen. Fangen wir von vorne an. Where did you purchase the car? My secretary and driver arranged the purchase. A disreputable place, a Dewey Brothers by name. As soon as I can have it arranged, I will have my Hispano-Suiza brought up from Buenos Aires. Ich würde ja sagen, anzweifeln. Wahrheit war es nicht. Denn wenn sein Fahrer das alles gemanagt hätte, dann hätte er wahrscheinlich nicht den persönlichen Kontakt zu dem Kind. Ihn aber gleich mit der Lüge zu überführen. Ich probiere es einfach mal. Soll ich mal die Community befragen? Nein. Eine Antwort entfernen? Nein. Jetzt ist die Frage. Ich probiere mal das. Es ist keine Lüge, also zweifle ich es an. Bought a Packard, Valdez? A snob like you doesn't drive an American car. I want answers or I'll smack you around the teeth. William Dewey offered me a substantial bribe to make a purchase at his establishment. It is not unusual to make this kind of transaction in the civil service. Well, tell that to the Argentine taxpayers. Angebliche Bestechung. Mhm. Das erzählt hier einfach so. Consul General, we have located your car. Can you tell us how it was stolen? It must have been stolen from the consul garage. Terribly inconvenient, of course. I want the perpetrator soundly flawed. Unfortunately, we don't do that here, Your Worship. Wir haben keinen Beweis dafür. Er ist aber überheblich. Ja, er zieht immer den Mund weh. Wir haben aber keinen Beweis dafür, dass er nicht in der Garage stand und nicht dort rausgenommen wurde. Hm.
Ich zweifle mal an. Okay. You have a pretty good idea who stole the car, don't you, Consul General? Are you gonna tell me, or do I shake it out of you? There's no call for violence. I suspect a disgruntled boy from the car dealership. You have a name for this kid? Gabriel, like the archangel. I have no surname. Wer ist denn Gabriel? Huch. So tell us about this kid, Gabriel. You had a run-in with him? Mecánico. A presumptuous young man who did not know his place. He presumed to ask me questions. We do a lot of presuming here in the United States, Consul General. It comes with the turf. Das ist aber nicht der Gabriel selber hier, ne? Oder nennt er ihn bloß falsch? William Dewey ist nicht Gabriel. Aber er hatte gesagt von dem Dings, warte mal. Ich hatte jetzt wahrscheinlich sogar gesagt Lüge. You fuck young boys, Valdez. Are you a madman? This will cause an international incident. Ja, dafür haben wir einen Beweis. Danny, Ben, Miguel, Tristan and Teddy. Full lips. Ring any bells? I'm sure we can come to some arrangement. Gabriel, spill it. A beautiful but impertinent boy. I mentioned rendezvous and the young man went quite insane. I thought he was going to kill me. I was prepared to pay. We'll be in touch, Consul General. Mm-hmm. Let me guess. You're lost in my eyes. Okay, wir haben einen neuen Punkt. Ich glaube, wir sollten uns mit den Dewey Brothers unterhalten. Finished with Valdez. Thank God. I'll get rid of him in a couple of hours. Ach so macht man das. Warte mal, all persons conducting business at this desk shall display positive identification by order of Chief of Police. Police. Wir fahren erstmal weg. So, wir wollen jetzt ins Autohaus. Mal gucken, wie weit das weg ist. Vorsicht! Mr. Valdez moves in some peculiar circles for an international bon vivant. Ah. Slow down! Der hat mich gerammt. Ah, English, please. See, this is why nobody invites you out for drinks. It's just very industrious of him to be so involved in matters of consular transportation. All right, you're making it worse now. I think what you're trying to say is that lover boy in there is as full of crap as a Christmas goose. That as well. Any unit able to handle citizen reports of 211 in progress. 437 East 8th Street, unit to handle code 3, identify. Okay, ich übernehme den Fall. So, schnell hin da. Mit Vollspeed. Boah, Augen zu. Au. Watch it! Das gibt Abzug. Wird bestimmt vom Gehalt abgezogen, der Schaden. Wow. Any unit able to handle citizen reports of 211 in progress. 437 East 8th Street. Unit to handle code 3, identify. 11K responding, go ahead. 11K is citizen. Hey, drop that money one more time and you're a goner. Sorry, mister. It's just my hands are shaking. Shut up!
Get the money in the bag. Yes. Yes, sir. Hurry the hell up, will you? Come on. It's goddamn cops! Not toll. He's got a gun. Wo ist er denn? What are we waiting for? Ich nehme doch schon das Auto, komm. So, jetzt aber hinterher. Was, der schießt? Das Auto, die Steuerung. Du schießt doch. Warum wird denn der so schnell auf einmal? Stop here. We're making a break for it on foot. Okay. Wir müssen den wieder fangen, ne? Wir dürfen den nicht einfach so erschießen. Och, immer diese Regeln. Throw out the gun. Weapon. Nein! Wer ist der Typ da hinten? Responding. Kid, drop that money one more time and you're a goner. Sorry, mister. It's just my hands are shaking. Shut up! Get the money in the bag. Yes. Yes, sir. Also machen wir es nochmal. Will you? Come on. It's goddamn cops! Careful! He's got a gun! Da sind zwei drinne. Ah, ich verstehe. Huch. Boah, die Steuerung. Dabei hatte ich den fast. Oh, komm. So, jetzt gibt er wieder Gas. Warum auch immer. Und wodurch auch immer. Stop, oh, schön. We're making a break for it on foot. Wir rennen da eigentlich jetzt gerade weg. Ah, da rennen sie beide. Jetzt sehe ich das auch erst. Deswegen, da sind Zweier. Da war nichts mit reden, ne? Car 11K to KGPL. Bristol Hotel 211 is code 4. Please be advised, code 4 at the Bristol Hotel on 8th Street. Code 4. So, das ist unser Wagen hier, ne? Ja. Dann fahren wir jetzt zum eigentlichen Einsatz wieder. Das müsste ja fast hier noch in der Nähe sein. Uah. Vorsicht. Ah, schön, wie sie alle Platz machen. Nein! Ah! Watch what you're doing! Diese scheiß Bremsen funktionieren nicht. Kann ich aussteigen?
nicht mit diesem Fix. Oh mein Gott. Ja. Bleiben Sie mal stehen hier. Ich will das Auto haben. Ey. Oh. Halt. Halt. Ich brauche dein Auto. Ich brauche dein Auto. I need this vehicle, officer, now. Ei. Oh Gott. Ja, aber es wirklich, ich drück jetzt auf die Bremse. Nur mal so, ja? Damit man einfach mal ein Gefühl dafür bekommt, wie lange der scheiß Bremsweg ist. Nein, ich verwechsel nicht mit Burnout. Aber es ist, wie gesagt, das ist dieses 30 FPS, 60 FPS Problem und damit spielt die Physik hier halt ein bisschen wild rum. Das ist das Dilemma. Deswegen ist Beschleunigen und Lenken und Bremsen halt überdimensional oder eben halt zu schwach. Also Lenken ist überdimensional und Bremsen ist zu schwach. Don't tell me, let me guess. You were making your way past the lot, caught sight of the new model four-door and couldn't help yourself. You could see yourself in that car and just had to take a closer look. Well, I can't say as I blame you. LAPD, Mac. We'd like to speak with the owner. That's me, William Dewey, proprietor at your service. We're investigating the theft of a Packard belonging to the Argentine embassy. Are you missing a combination wrench? I don't know, detective, but I know how we can find out. Follow me. Ich weiß halt nicht. Ein bisschen schmierig, der Typ. Pass auf, jetzt gehen wir rein und dann zieht er uns mit einem Schraubenschluss eins über den Kopf. We keep all our tools in here. Ach so. Öffentlich zugänglich. Mind if we look around? Be my guest. You sure you guys aren't interested in a new car, huh? Maybe a used car. I have some nice used cars for guys in your wage bracket. Warte mal, das war doch hier. Why don't you give us some alone time, Dewey? Go sell some cars or whatever it is that you do here. Drei Viertel Schlüssel von Dewey. Und der war rot, ne? Gabriel Delgado. Ich glaube, jetzt haben wir es sowieso schon rausgefunden. Schön aufgemalt. One left. Gabriel Delgado is missing a three-quarter. Appear to be connected. Thermostat. Oh. Not sure this means much. No good. We need diplomatic plates. Da ist nichts davor. Mit ihm. I bet abroad's been driving this auto. The clutch is a mess. Okay. Ist das hier kein? Nee, ne? Wir alles gesehen und gefunden? Achso, das sind die Wimpel. Ich dachte, hier ist eine Ölspur oder so. Was ist das da?
incidental. Okay, das hatten wir. Manchmal kann man sich hier was angucken, ohne dass der triggert. Okay, das ist klar. Das hatten wir gerade eben. Doesn't look like anything. Bei ihm können wir hier leider nicht gucken. Doch, können wir. Eine Zündkerze, warum? No good to me. Seems irrelevant. Okay, da unten liegt ein Typ. Er hat aber auch nicht die Felgen drauf, die wir brauchen. Wollen wir vielleicht auf der anderen Seite? Mal gucken. Nein, sind andere Felgen. Also ich denke mal, hier ist nichts weiter. Das muss gucken. Any ideas? We'll need a full statement from Dewey to put in our report. Oh ja, okay, das können wir machen. Wo ist er überhaupt? Da hinten ist er. If you don't mind, we have a few questions. So, Verbindung zu Valdez. Packards are great cars, but this doesn't look like the kind of place favored by foreign embassies. How do you know Valdez? I don't know Valdez. The embassy bought the car. All I know is he must know a quality car when he sees one. Aha. Wollen wir die 3 drücken? Warte mal, haben wir den Hinweis? Angebliche Bestechung. Okay, 3. And I know a shyster when I see one. You and Valdez are in this together. Me and Valdez? I hardly know him. Valdez wouldn't wipe his shoes with me. Okay, dafür habe ich aber hier was. Und zwar das da. We've talked to Valdez. He was very obliging. He told us all about the arrangement the two of you had, and now quit wasting our time. Okay. So I met Valdez in a bar. We cut a deal, and he bought the car through the embassy. I cut him some change on the side. It happens all the time. Das Bild unten links sehe ich jetzt gerade erst. Ich glaube, der ist nicht erfreut gerade. Where can we find Delgado? I don't know. He sure as hell isn't here. Address, Dewey, or my partner shoves your head in a car door. Okay, all right. Apartment 3103 Hill Street. And tell him from me. If he ever shows his face around here again, I'm gonna kick his butt from here to Kingdom Come. Kingdom Come Deliverance. Mm-hmm. A wrench from this dealership was used to strip the wheels from a Packard last night, Mr. Dewey. A couple of Hispanics were seen taking parts. We've had a spate of thefts ourselves. Comes with the location. Thieving bastards to steal anything the minute your back is turned. Gelogen? Ich probiere mal Lüge. Stop lying to me, Dewey. The thieves work for you. You can't prove that. Go ahead and try. Doch, indem wir den Schraubenschlüssel hier nehmen. Like I said, my tools get stolen on a regular basis. You don't want to believe me? I'm not going to say anymore. Mist. Thank you for your help, Mr. Dewey. No problem. God damn that kid. I'm just an honest car salesman. Ja, ist klar. It's like you just don't know who you can trust these days. Going to movies, Dewey. You're missing your calling. Time to visit Gabriel Delgado. See how good his excuse is.
bist. Haben wir nicht ganz... Die Frage ist, was hätte es gebracht, ne, wenn wir korrekter geantwortet hätten. So, dahin wollen wir. Die Straßen sind eindeutig zu eng. You read this story in the Examiner about the Navy developing three-dimensional movies? What's a dimension? You know, like a graph. Vertical axis is Y and horizontal is X. Well, that's clear as mud. Third dimension would be Z. So things would be popping out of the screen. That's ridiculous. Scare people out of the theater. God's name would want that. I don't know. People scoffed at the idea of talkies in color. Look what we have now. This officer needs help. 333 South Main Street. 333 South Main Street. Officer needs help. 211, the shots fired. Unit to handle code 3, identify. Okay, Einsatz. Einsatz. Abkürzung. Ich kenn Umweg. Are you fine? Ist doch alles gut. Ist doch noch heil. Mann, jammer doch nicht so. Aber... Ach, Mensch. Ist da alles zu hier? Können wir hier durch? Hier können wir durch. Hier können wir durch. Hier waren wir schon mal lang. Ah, super. Freie Fahrt für Polizisten. Entschuldigung. Christ alive! INS officer needs help. 333 South Main Street. 333 South Main Street. Officer needs help. 211, the shots fired. Unit to handle code 3, identify. Okay, wir sind da. What's the situation? We got a hold up gone sour. Three guns locked themselves in with two hostages. I tried to go on through the front, but the place is a fortress. I nearly got a mouthful of lead from my trouble. All right. I'll see if I can get in through the back. All right, I'll stay here and keep them busy. Okay, wir müssen von hinten rein. Oh, die ballern aber was zusammen. Wo steht denn hinten? Hängt er sich an die Tür? Wo kommt er? Stay down! Quick, up the stairs! Get after him! Er ist schon tot, die Geisel ist tot, verdammt. Oh oh. Put the weapon down now! Hätte auch schief gehen können. Car 11K, I've been involved in a shooting at 333 South Main Street. Globe Loan and Jewelry. It's code 4 now, but the suspect is down. I need an ambulance here. And notify my supervisor and the coroner. Hätten wir es anders lösen können? Ambulance and coroner, your supervisor will be notified. Units 11K reports code 4 on the shooting at 333 South Main Street. Globe Jewelry and Loan. Achso, das ist unser Auto. Hätten wir das anders lösen können? Wahrscheinlich nicht. So, jetzt aber noch schnell darüber. I think we need a siren. Okay. Ich weiß zwar nicht, warum wir eine Sirene brauchen, aber gut. Ich mach die mal aus, die nervt. Guck mal, hier ist die Polizei. Tada! Oh, der ist wieder oben. Ach nee.
Okay, let's see what Gabriel has to say for himself. I just hope our archangel hasn't already flown. Hey, that's that cop. Seems what like a decent guy. What the hell guy. Is this guy doing? Why is the word abbreviation so long? Okay, die, ich glaube, die werden uns gleich auf die Pelle rücken. Hallo? Hier gibt's keinen Plan, wer wo wohnt. Das ist nicht gut. Achso. Apartment 3. Hier ist Apartment 3. Okay. Wir haben doch einen Hinweis, wo er wohnt. Oh, sie ist schwanger. Yeah. LAPD, ma'am. We're looking for Gabriel Delgado. Gabriel? We're from the police. Policia, you understand? Yes, I understand. Could you come inside? What is your name? Ana Rodriguez. Is Gabriel Delgado here, Ms. Rodriguez? No. What do you want with Gabriel? Is he in trouble? Stay where you are, Ms. Rodriguez. We need to take a look around. But he is not here. I have told you. Check out the surrounds. I'll stay with the broad. Der wird so hier how sein. Far along are you, Anna? Guck mal, was hier ist. Guck mal, was hier ist. Nearly 20 weeks. Right. So how's it going to be when you go into labor and he's not around? You are wrong about Gabriel. He will be a good father. Already he works hard to provide for us. Unless you help us here, Anna, your little one won't be seeing Papa for a very long time. Doesn't tell me anything. Aber die haben auch den Kronleuchter hier. So, das heißt, er war daran beteiligt. Karten spielen sie. Die haben auch dieses seltsame Heftchen. From Outer Space. Warte mal. Der stand draußen. Tell whether it's the suspect vehicle from the scene. Certainly Gabriel's pride and joy. Ach so, das ist der Ford. Ah. Nothing significant. Circumstantial. Was ist das hier neben? Not much help. Eine Zigarre oder so, ne? Hier kann er rausklettern. Serving breakfast for two, Anna? You should have cleared up. Ich fürchte, er wird hier hinten rausgerannt sein. You're in serious trouble, Miss Rodriguez. But Gabriel is not here. I have done nothing wrong. Doch, warte mal. Frühstücksteller, okay, wir können letztendlich dann sagen, was Phase ist. So, Motiv für Autodiebstahl. Why did he steal the car, Anna? The customer insulted him. He has his honor, no? Dafür haben wir keinen. Gabriel's been in trouble before. He left you here alone to answer for him. And you expect me to believe that his motive was honor? Please don't yell at me. I've done nothing wrong. Psst. Tell us the truth, Anna. Has Gabriel been here? I haven't seen him for at least 3 nights. Okay, das ist gelogen.
You keep lying to me, and I'll send you and your baby to jail. He lives here, but he hasn't come home. I swear it. Das ist bestimmt der Nachbar, der hier frühstückt. Enough, Anna. There are signs all over this place that he's been back. He was here last night. I have never seen him so angry. He went out to his shed and put some things in it. I don't know what, and I don't want to know. I love him. Maybe check out back, too. This punk has something stashed somewhere, I know it. Dann gucken wir mal. Oh, hier ist noch eine Tür. Kommen wir nicht rein. Schade, ist kein goldener Griff dran. Hier. Guck mal hier. Aber das sind zwei. Aber, ach so, das Ersatzrad und eins. Ja, genau. Spachtel, also ein Spatel, ein Meißel. Don't think this is anything. I don't think so. Nummernschild, da ist es. Diplomatic license plates. So, ich würde mal sagen, wir haben ja alles gefunden. Jetzt müssen wir bloß noch wissen, wo er ist. So, gute Dame. We found a license plate matching our stolen vehicle in the shed. Add in the assortment of parts and we can make Gabriel for a dozen other thefts. It's time to get serious, Anna. You must ask these questions of Gabriel. I know nothing of these car parts. Das ist auch gelogen, weil eins steht hier in ihrem Zimmer. You're lying, Anna. I think you're a willing accomplice in these robberies. What proof do you have that I stole the cars? Die Flagge, die ist nämlich in ihrem Zimmer hier. Nicht. You come into my house to insult and bully me? I have known many policia like you. Mist. Gabriel wasn't at work. Where can we find him? He said he would never go back. Gabriel is out driving around in his car. Na toll. So, ich probier's mal kurz. You came to me, officer. Ja, you doch. Could at least listen. Ich will. Gabriel wasn't at work. Where can we find him? He said he would never go back. Gabriel is out driving around in his car. Ich sag mal Wahrheit, ist verkehrt. If you tell us where he is, I will try and bring him in. If we have to track him down ourselves, it could end very badly for him, Miss Rodriguez. He is out with his chivatos, Julian and Enrique. They race on the corner of First and Santa Fe. I have pleaded with Gabriel to stop, but he would not listen. As soon as we corner Gabriel, we'll be back for you, Anna. You had your chance to cooperate.
We know where the kid is. Let's go stop these clowns and get them off the street. Ich möchte gern, dass es speichert hier gerade, mein Lieber. Denn ich muss langsam ins Bett. Denn es beginnt die nächste Schulwoche oder die erste Schulwoche und das wird absolut spannend. Hat er überhaupt gespeichert? Ansonsten muss ich das Risiko in Kauf nehmen. Okay, die greifen mich nicht an. Gut. Ansonsten machen wir das hier nochmal beim nächsten Mal. Hier ist an der Stelle Feierabend. Wie gesagt, ich das heißt sehr früh aufstehen. Große Kind muss in die Schule, kleine Kind in der Kita. Und das wird morgen sehr interessant, weil ja neue Schule, Schulwechsel hinbringen und allen drum und dran. Ich freue mich. Deswegen hier an der Stelle Feierabend. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich freue mich, dass das Spiel funktioniert. Das heißt, es wird dann dementsprechend noch weitergehen und das wird dann dementsprechend in den Zeitplan hier eingeplant werden. Und ja, schlaft gut, träumt schön und bleibt gesund und wir sehen uns dann alsbald wieder. Also sprich bald, in ein paar Stunden. Bis dahin, euer Firefox.